Hallo, ich bin Juliane Wagemann, die Abteilungsleiterin. Ich möchte Ihnen das AV-Dual bei uns an der Mildred-Scheel-Schule vorstellen. Das AV-Dual umfasst die bisherigen Klassen VAB und BIJ und bedeutet Ausbildungsvorbereitung dual. Dual heißt es deshalb, weil es stark praktikumsorientiert ist. Ziel ist, dass die Jugendlichen am Ende des Schuljahres dann Eingang in die Berufswelt finden. Das AV Dual ist eine Vollzeitschule und dauert bei uns ein Schuljahr. Es ist eine Schule für berufsschulpflichtige Jugendliche, also Jugendliche, die die allgemeine Schulpflicht erfüllt haben, unter 18 sind und die im Moment noch keinen Ausbildungsvertrag haben. Es ist für Jugendliche mit und ohne Hauptschulabschluss. Bei Neuzugewanderten empfehlen sich gute Deutschkenntnisse, in der Regel mindestens A2. Wenn Jugendliche noch keinen Hauptschulabschluss haben, können sie im AV Dual einen dem Hauptschulabschluss gleichwertigen Abschluss erwerben. Ziel ist, dass sie nach dem AV Dual in den Ausbildungsberuf übergehen können. Deshalb gibt es auch die enge Verzahnung mit dem Beruf durch begleitete Praktika. Während der Zeit im AV Dual werden die Schüler unterrichtet in verschiedenen Berufsfeldern. Das ist bei uns Hauswirtschaft, Nahrungszubereitung, Gastronomie und Textilarbeit. Damit ein Übergang in die Ausbildung gelingen kann, gibt es schulisch begleitete Praktika. Die Praktika werden in der Schule vorbereitet. Was erwartet der Ausbilder vom Praktikanten? Was erwartet der Praktikant? Sie werden nachbereitet. Ist das der richtige Beruf für mich? Was hat gut geklappt? Was muss noch verbessert werden? Die Schüler werden vom AV-Dual-Begleiter während des Praktikums besucht und unterstützt. Eventuell räumt er Probleme aus und spricht mit dem Ausbilder oder er spricht auch die Möglichkeit einer Ausbildung in diesem Betrieb an. In einer späteren Phase unterstützen AV-Dual-Begleiter und Lehrkräfte bei dem Erstellen der Bewerbungsunterlagen und bereiten auch Vorstellungsgespräche vor. Das AV-Dual ermöglicht einen individuellen Lernweg. Der Jugendliche entscheidet, da will ich hin, also ob er einen Hauptschulabschluss machen will oder ob ihm der AV-Dual-Abschluss genügt, damit er nicht mehr berufsschulpflichtig ist. Auch in dem, was er lernen möchte, ist er frei. Er sieht, das kann ich schon, zum Beispiel Mathematik, und verbessert dann verstärkt Englisch oder Rechtschreibung in der offenen Lernzeit. In der Lernberatung wird ihm gezeigt, so gehe ich vor. Die Ziele werden gemeinsam besprochen und die Beziehung zwischen Lehrenden und Lernenden gestärkt. Natürlich gibt es auch eine Abschlussprüfung. Die Prüfung findet in der beruflichen Kompetenz statt, ist praktisch und es gibt einen schriftlichen und einen mündlichen Teil. Wenn die Jugendlichen den Hauptschulabschluss machen möchten, dann müssen sie eine schriftliche Prüfung in Deutsch, Fachrechnen und Englisch machen und gegebenenfalls noch eine mündliche Prüfung. Nach dem Schuljahr ist die Berufsschulpflicht erfüllt. Der Jugendliche ist besser in der Lage, eine Ausbildung zu beginnen und wenn alles gut gelaufen ist, hat er auch einen Ausbildungsvertrag in der Tasche. Wenn der Hauptschulabschluss richtig gut war, kann er sich auch für die zweijährige Berufsfachschule bewerben. Wenn Sie sich bei uns für das AV-Dual bewerben wollen, bekommen Sie das Anmeldeformular auf unserer Homepage oder im Sekretariat. Bitte geben Sie Ihre Anmeldung möglichst frühzeitig zusammen mit folgenden Unterlagen ab: Ein aktueller Lebenslauf mit 3 Passbildern, eine beglaubigte Kopie des letzten Zeugnisses, eine beglaubigte Kopie Ihrer Geburtsurkunde und gegebenenfalls eine Kopie des Sprachstandszertifikats.
Vielen Dank für Ihr Interesse. Bei Fragen können Sie mir gerne eine Mail schreiben oder mich anrufen.